Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Den fernsteuerbaren Lamborghini habe ich euch bereits ja schon vorgestellt. Heute geht es um einen Audi R8. Und bevor ich den mal zeige, gehen wir mal flugs rüber zu Amazon. Und hier haben wir den Pregamo Audi R8 LMS Tourenwagen. Der kostet 49,90 Euro plus 94 Versandkosten. Wer mehr auf Lamborghini als auf Audi steht, dieses Modell hier habe ich auch mal vorgestellt. Den Link zu beiden Autos pause ich wieder im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Und jetzt stelle ich euch den Audi Sportwagen mal vor. Und hier haben wir jetzt die Verpackung von dem Audi R8. Hier sieht man das Lenkrad. Hier ist das Auto abgebildet. Und wenn man das Ganze mal hier so dreht, sieht man hier hinten jetzt noch so einen Reifen. Quasi die Rückseite von der Fernbedienung. Und jetzt stelle ich euch das Auto mal vor. Wollt ihr das Auto aus der Verpackung nehmen? Ihr habt hier so Tesafilm, müsst ihr erstmal aufschneiden. Dann klappt ihr das Ganze so auf. Dann hier diese Seitenränder am besten gerade biegen. Dann könnt ihr nämlich hier diesen Innenteil prima so dann herausnehmen. Und auf der Unterseite müsst ihr halt dann noch diese Sicherungen hier lösen. Ja, jetzt habe ich eben versucht, das Lenkrad hier mal rauszubekommen. Denken wir so, warum geht denn das nicht? Die Sicherungen sind doch alle weg. Ja, die haben hier drunter noch Saugnäpfe drunter gemacht. Die müsst ihr dann erstmal lösen und dann könnt ihr das Lenkrad auch komplett rausnehmen aus der Verpackung. Ja, wir haben endlich ausgepackt. Das war in der Verpackung plus noch eine Bedienungsanleitung auf Englisch. Hier kriegt man halt erklärt, wie die Batterien reinkommen und hier noch die Funktionen von der Fernbedienung. Auf Deutsch war auch noch ein Zettel dabei, aber der ist eher uninteressant. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Auto an. Das hier ist das Auto. Das schaut dann so aus. Schön detailliert. Ein paar Aufkleber sind drauf. Verwaltung ist echt okay. Das habe ich mal gerade von vorne. Lichter sind leider keine dran. Die Spiegel sind ein bisschen beweglich. Das heißt, die können nicht so schnell abbrechen, wenn sie überhaupt abbrechen. Ja, also das Auto gefällt mir sehr gut. Und jetzt kommen wir noch zur Fernbedienung. Oh, da muss ich mal gerade ein bisschen zoomen, dann erkennt man das besser. Jo. Wir haben einmal hier An- und Ausschalter. Mit den beiden Go-Tasten tut ihr vorwärts oder rückwärts fahren, je nachdem, was ihr für einen Gang drin habt. Hier habt ihr einmal die Bremse und hier habt ihr eine Hupe. Hier vorne ist die Antenne. Oh, ganz schön lang. Und hier habt ihr halt die Schaltung, um die Gänge reinzulegen. Rückwärts, Stopp, Leerlauf. Die 1 ist für normales Fahren und die 2 für schnelleres Fahren. Und dann habt ihr hier drunten ja noch, wie ich eben schon gezeigt habe, die Saugnäpfe. Ich zeige noch kurz das Batteriefach. Das müsst ihr einfach hier so nach oben drücken und dann könnt ihr Batterien einlegen. Ich habe jetzt mal Akkus genommen. 4 AA passen da rein. Bei dem Autochen haben wir das Ganze hier unten. Da müsst ihr halt drauf achten, dass das hier auf Off ist, weil dann könnt ihr gleich das hier so hochschieben. Am besten einmal hier links und einmal rechts mit dem Daumen fassen. Ein bisschen schütteln. Ja, und dann geht das automatisch auf. Hier sind jetzt normale Batterien drin aus dem Lidl. Auch 4x AA. Wie gerade schon gezeigt, ist dann hier der On-Off-Schalter. Und hier vorne könnt ihr halt noch die Achse justieren. Das zeige ich mal kurz bei mir hier in der Wohnung. So ein Auto ist aber mehr gedacht, um draußen damit rumzudüsen. Ja, hier stellen wir hier auf Stopp. Starten wir. Da tönt so ein Motorensound. Jetzt kann man halt hier mit der Schaltung auf 1 stellen und mittels den beiden Tasten kann man dann halt zum Beispiel das Auto nach vorne fahren lassen und hiermit kann man dann halt lenken. Da kommt auch immer so ein Blinkergeräusch. Jo, fahren wir mal. Da kann man auch so einen Slide machen, wenn man will. Der Boden ist halt ein bisschen glatter bei mir. Jetzt lasse ich mal gerade rückwärts fahren, dann muss ich den Schalter auf R stellen und dann fährt er rückwärts.
Und dann kann man hier den Stopp-Button drücken. Ich lasse mal gerade vorwärts fahren in den schnellen Modus. Oh, gut, der dreht sich bei mir ein bisschen. Und dann kann man den halt dann wieder stoppen. So eine Vollbremse macht er halt. Ja, wie ihr gesehen habt, funktioniert wunderbar. Ist heute ein bisschen kälter, da ist er halt ein bisschen träger, aber ansonsten, ja, fährt er echt gut. Jetzt sind wir auch schon am Ende vom Video angelangt. Was lässt sich zu dem fernsteuerbaren Auto sagen? Verarbeitung fand ich recht okay. Die Aufkleber hätte man vielleicht einen Ticken besser noch anbringen können. Aber ansonsten macht das Auto einen recht guten und hochwertigen Eindruck. Wurden viele Details verbaut, die Spiegel brechen nicht so leicht ab. Und ich würde mal sagen, wer Fan von einem Audi R8 ist, kann sich das Produkt bei Amazon mal anschauen. Wer lieber auf Lamborghini steht, habe ich ja bereits auch ein Video drüber gemacht. Die Links zu beiden Autos poste ich im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Das war wieder der Test-Michel von YouTube und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.